So Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Mit dabei ist Jason Müller. Müller, ne? Spaß. Wir chillen hier Kanal Amberger Schule. Und ja. Checkt auf jeden Fall bei ihm ab. Er hat solche Horror-Videos und so. Hab ich auch. Gell, Charlie rufen und so. Ja. Digga, wie dreckig meine Schuhen sind. Wow. Guck mal, meins, wie schön sauber hier. Ja, und bei mir schon so. Bei dir normal, ne? Ja, Mann. Spaß. Ja, Leute, wir chillen hier ein bisschen. Er hat sich so Red Bull-Stücke gekauft. Red Bull-Stücke, ne? Diese Werbung machen, gell? Ja. Guckst du hier? Spaß, juckt eigentlich eh niemanden. Ja, Red Bull hat, glaube ich, eh jeder. Ja, kennt jeder. Na klar. Das ist die Schule. Und wir sehen uns später wieder. So, Leute, wir gehen doch Kanalberg. Wir haben uns entschieden. Ja. Weil du ja keinen anderen Ort kennst. Du auch nicht, ne? Ja, Deutschland. Ja, scheiß drauf. Ja, Nürnberg bietet halt nichts. Ist halt wirklich so. Aber wenn wir mal Mexiko gehen bald oder so, dann wird's geil sein. Dann wird geile Vlogs kommen, Leute. Check die ab auf jeden Fall dann. Aber dafür müsst ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Lass uns dieses Jahr noch 5000 Abonnenten schaffen. Das wird sehr geil. Und ja, wir sehen uns später wieder, Leute. So Leute, wir waren vorhin in Kanalberg. Wir gehen jetzt zu mir. Ich will ihm meinen Goldkettenring ja alles Mögliche zeigen, damit er mal ein bisschen so Ausblick hatte. Gell? Und ja Leute, wenn ihr Interesse habt, wie schon gesagt, auf Instagram könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich verkaufe verschiedene Kettenringe, alles was ihr wollt. Ja Leute, wir gehen jetzt nach Hause. Gell? Also so dir halt. Ja, bisschen chillen bei mir. Denn ich habe jetzt eine Mittelschicht und keine Frühschicht mehr. Das heißt ja, nicht um 4 Uhr aufstehen, sondern erst um 7 Uhr. Ein Luxus, den hatte ich seit halbes Jahr oder so nicht mehr. Hast du es wirklich nicht, ne? Nein. Oha. Ich hatte bis jetzt immer Frühschicht, manchmal sogar 4 Uhr. Das heißt 3 Uhr aufstehen oder wenn es Abend zu spät war, muss ich halt durchmachen. Weil das Ding ist, wenn ich mich unter 4 Stunden hinlege, verschlafe ich. Und deswegen bleibe ich dann halt immer ganze Nacht noch wach, halt die 3, 4, 5 Stunden und dann geht eigentlich auch. Ja. Ich mache das sehr gut. Und meine Chefs mag mich sehr. Bist immer pünktlich da, ne? Mittlerweile immer, ja. Ja. Mittlerweile gar nicht mehr zu spät. Das war anfangs manchmal, also 2-3 Mal kam ich ein bisschen später, so 10 Minuten. Oh. Ja, und da gab es halt schon Ärger. Aber mittlerweile bin ich immer pünktlich da. Und so soll das natürlich auch sein. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen dumm, dass man direkt Ärger bekommt. Hm? Ich hab schon deswegen einmal mündliche Abmahnung und einmal schriftliche bekommen. Und bei der nächsten gibt's Stress. Oh. Also ich finde das ein bisschen übertrieben, Deutschland. Übertreibt es ein bisschen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Mitarbeiter haben würde, wenn 10 Minuten spät kommen, ich sag einfach, egal. Aber ich habe mich Samstag, also gestern, mit einer anderen Lehrling angelegt. Ja. Mittendrin. Aber jeder war für mich natürlich, weil niemand mag den bei uns. Ist halt der Iraker, der kann halt nachher nichts. Den nimmt sich nicht, denkt hier, der wäre Oberboss hier bei uns, nur weil Chef Urlaub hast 2 Wochen. Nicht mehr mit mir, ich leg mich gern mit dem an, es ist mir scheißegal. Wenn es sein muss, schmeiß ich auch hier die Schüssel rum hier. Also er macht nichts. Der hockt dort nur rum, oder? Also doch, der macht schon was, aber er macht es meistens nicht richtig. Der macht Scheiße, der
denkt halt, dass er das besser macht, aber ja. Das ist natürlich. Leider gibt es solche Personen. Ich glaube, jeder hat die. Bei meiner Freundin gibt es auch solche. Ja, solche Leute hasse ich einfach. Die denken, dass die was Besseres sind oder was Besonderes. Achso, und der ist Zweiter. Nee, ja, übrigens nicht Ersten wie ich. Oha. Und du kannst schon besser als ihn. Wir dürfen ja, also ich bin ja Bäcker-Ausbildung, ne? Ja. Wisst ihr ja. Ich danke mir haben ältere Menschen jeden Morgen Brötchen zu ihrer Kaffeekuchen vor der Arbeit. Wir dürfen ja eigentlich erstens erst im zweiten Lehrjahr an manche Sachen und erst aber 18 und ich darf hier schon. Was der alles noch nicht machen darf. Ja. Weil er halt nichts kann. Ne? Ja. Und eine im dritten Layer haben wir auch einen. Der darf es auch nicht. Echt? Im, ja, Endeffekt, dritte, ja. Im Endeffekt darf eigentlich nur ich das, was kein Lehrling machen darf. Lol. Wir haben halt solche fette Öfen, ne? Die sind so wie eure Haustür, also so groß. Ja. Kenn ich schon. Größer sogar. Kein Lehrling außer ich, egal welches Lehrjahr, darf die alleine benutzen. Nur ich darf. Ja. Ich war ja auch also Praktikum. Diese Ofen sind echt groß, Leute. Ne? Ja. Die sind echt groß. Wir können auch ganz schön was mit dir anschauen. Also, wenn du willst, du kannst halt einfach du kannst da reinstellen und warten. Ja. Und die haben 22.000 Watt oder so. Das ist echt stark. Stromkraft. Also, ja, du kannst auch da reingehen, ne? Das ist so groß. Du passt da halt einmal rein im Stehen und von dir passen da 6-7 Leute rein. Das ist echt. Solche ganze Wegen haben wir so groß, größer als ich gefühlt. Die fährt man halt da rein, Tür zu und dann halt hier anmachen. Ja. Und halt ist halt auch ein bisschen heiß, ne? Da drin ist ja ist ja normal. Der ist ja auch ein Ofen, ne? Und kein Gefrierschrank. Okay, haben wir auch. Das ist so ein. Ganzes Zimmer, ne? Ja. Ja. Kenn ich. Minus. Die haben minus. 20 Grad und ich war letzte Woche da drin für. Ich weiß nicht, Minuten ich mit, voll T-Shirt, geil da drin irgendwie. Mit, T-Shirt. Oha. 10 Minuten. Aber da drin zu chillen ist schon geil. Ich finde das. Ich finde. Ist eine Mischung wie noch nie. Ja. Also schlimm finde ich es nicht. Also pendelt zu. Ich habe jetzt 2 Wochen Praktikum bei Küche gemacht, deswegen weiß ich. Das ist sehr geil. Da. Froster heißt das. Froster? Ja. Und 6er haben wir. Das ist wie, das ist einfach nur Kühlschrank. Ist aber auch diese, da passen 6 Wegen rein. Froster, glaube ich, passen, wenn der leer ist, ich glaube 12 Wegen rein sogar oder so. Oha. Minus 20 Grad. Und ich gehe da rein, mache Tür zu, das Ding dreht halt wieder hoch, ne? Damit halt wieder kalt wird und ich stelle mich da rein, hocke ich da rein, bei minus 20 Grad mit T-Shirt oder so. Ja. Was stimmt nicht mit mir? Aber Bäcker macht schon Spaß, diese Backen und so, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich mega geil dort, ohne aber Spaß. Halt nur diese 4 Uhr aufstehen nervt. Nee, Anfang ja, aber irgendwann findest du normal einfach. Der ist halt gewohnt und dann, wenn du mal einen Tag frei hast, ja. Du denkst so, du willst ausschlafen, ne? Du wachst automatisch 4 Uhr auf. Echt? Ja. Bei mir ist es auch gerade so. Du bist, ich stehe um 6 Uhr auf. Ja, also ich wach ohne Wecker
4 Uhr auf einen Automaten. Weil Körper hat sich daran gewöhnt, deswegen. Ja. Aber finde ich eigentlich auch gut, so früh. Ja. Weil ich habe mittags halt wieder aus. Jetzt halt leider nicht. Jetzt, ich fange 8 Uhr an und gehe 16.30 Uhr. Aber ist viel besser, glaub mir. Hast halt weniger Freizeit dann. Ja, weil ab 16 Uhr kann man halt nichts mehr machen. Ja. Nee, ich mag Frühschicht. Da geht erstens geht die Zeit viel schneller rum. Viel schneller. Glaub mir. Echt? 5 Stunden oder so. Also, na, also halt auch 8 Stunden, aber es fühlt sich an wie 2-3. Das ist halt echt heftig. Ey. Also bei uns in Deitmann geht die Zeit echt brennend schwer. Ich arbeite 7 Stunden, 8 Stunden, Leute, mittlerweile schon 9 Stunden. Letztens habe ich 9 Stunden gearbeitet. Oha. Jetzt, diese Woche, wird es wieder chillig. Ich habe 3 Tage frei. Aber. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist halt so, Nachmittag ist halt niemand mehr da ab 1 oder so, also mittags. Ich bin da einfach komplett allein. Das ist geil. Also ich kann machen, was ich will. Und wenn ich will, kann ich mir auch dort Pizzaofen reinmachen und kurz backen. Echt? Und essen? Ja. Oha. Also, halt auch nur, wenn halt niemand da ist außer ich, weil ich weiß nicht, ob man es darf. Also ja, darf man safe irgendwie also, mal machen. Ja, ich würde es dann halt einfach mal machen. So, so eine Pizza da so reinschieben, ne, und so essen. Wie ist mein Wort? Kostenlos schmeckt. Nee. Oder gratis schmeckt. Pizza zahle ich, aber also. Ofen nicht. Ja. Heißt kostenlos backen und es gibt ja Pizza für 3 Stück 3 Euro Lidl oder so. Achso, du musst die Pizza kaufen. Ich dachte, bei Bäckereien nimmst du diese Pizza dort. Ich dachte, die haben dort drin in diese Schrank oder so. Pizza haben wir nicht, aber Pizza Brötchen oder so haben wir. Boah. Aber die muss ich erst abkühlen lassen oder so. Herstellen. Also mixen und alles. Ja, und dann erst machen. Darauf hatte ich keinen Bock. Kauf Sucuk und Pizza, schneide Sucuk drauf und in den Ofen. Boah. Ja. Dann hast du erstmal fetten Mundgeruch wegen Knoblauch und so, aber egal. Ist schmeckt. Niemand mehr da dran. Also, ja. Dann kann man ruhig so. Ich ziehe die ganze Bäckerei nach fetten. Ganze Bäckerei soll Sucuk stinken. Knoblauch. Keine Ahnung, nicht jeder mag das, aber ich mag irgendwie Sucuk-Geruch. Ja, ohne Spaß, ne? Welches letztes Jahr hatten wir Griechen bei uns im Winter. Haben wir dieses Jahr auch. Der eine hat einfach diese Nudelding Ofen reingeschoben und einmal gebacken. Der hatte halt Hunger. Der macht einfach Dinge rein. Wer ist es? Nudel? Ofen? Ja, Nudel, irgendwas. Keine Ahnung. Der schiebt es da einmal rein und backt es einfach für 20, 30 Minuten und dann holt er raus und isst einfach. Der, aber mein Chef auch, ne? Der macht immer so Fleisch mit Kartoffel in den Ofen und isst es. Kann man machen. Ja. Mit meiner Hunger. Kann man machen. Ja. Kostet halt nur Ofengeld, aber das zahlt der Chef. Ja. Und backen darf man ja jederzeit halt. Ich weiß nicht, ich habe hier eine Stunde Pause, Leute. Ich kaufe meistens bei Rewe Schokobrötchen für 59 Cent. Weil ich habe kein. Die haben halt Mikrowelle, ich kann diese Fertiggerichte kaufen und in die Mikrowelle, aber irgendwie keinen Bock darauf. Ja, das schmeckt überhaupt nicht. Ich habe das einmal gekauft, das war schon weg und ich hatte immer noch Hunger. Ja, ich weiß. Was machen die da rein, Mann? Ja.
künstliche Pulverwasch mixen die und dann ja, machen die es halt da rein und dann. Nein, in Rewe gibt es so mit richtigen Hähnchenstücke und so, mit Reis und so, das ist schon krass. Aber kostet halt auch viel, ne? 4 Euro. Wenn man das jeden Tag kaufen würde, dann würde das Ende Monat schon viel sein, ja, die man ausgibt und so viel will ich nicht ausgeben, weil ich will sparen. Hm? Genau. Deswegen. Ja. 1000 Euro. Der, wieso hat er da Tafelschwamm drin? Ja, keine Ahnung. Ja, mein erstes Gehalt habe ich weggeballert, aber mein zweites Gehalt spare ich. Mit dem ersten macht man das immer. Ja. Sagt mir, was wollt, aber. Das macht jeder mit ersten Gehalt. Jeder ballert sein erstes Monatslohn komplett für irgendwas Behindertes raus. Ja, das. Man kauft auch Dinge, die man eigentlich nicht braucht bei Erstgehalt irgendwie. Das habe ich auch gemacht. Ja. Nein, wenn man halt das Geld hat, dann will man halt irgendwie alles kaufen. Komisches Gefühl. Kann man nicht beschreiben. Aber am Ende kauft man das und braucht man das eh nicht. Dann legt es eh unter Bett oder unter Schrank oder so irgendwo daher. Kopfkissen? Ja, bei mir ist das immer unter Kopfkissen. Bei mir auch immer. Ja. Alles, was ich nicht nutze, alles drunter schieben oder so. Keine Ahnung. Immer so. Ich habe mir sogar Schulden gemacht, ne? Ich habe mir sogar 150 Euro Schulden gemacht. Den muss ich noch abbezahlen, wenn mein Geld kommt. Bei Klarna. Ich rate dir, kauf dort nichts, weil manche haben dort ich weiß schon, TikTok, Schulden, ne? Von 30.000 Euro und das ohne Grund. Also ich will aufpassen. Nein, das muss schon Grund haben, weil du hast 30... Die kommen automatisch, ja, die Schulden. Ja, wenn du 30 Tage nicht bezahlst, dann machen die Schulden drauf. Ja, von 30.000 Euro natürlich. Ja. Ja. Ich habe 30 Tage lang Zeit, um das zu bezahlen. Ja, dann bezahle ich das auch, dann habe ich nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall, Leute, jetzt, wir sind gleich angekommen bei mir. Wir sehen uns später wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Aber glaub schon, wir haben über Fakten, Leben geredet, genau. Kurz. Über Tod und Leben. Über Leben und Tod, gell? Ja. Geredet und ja, Sushi, Muschi.